Jurassic Park war in den 90ern eine riesige Sache und ist es ehrlich gesagt heute immer noch. Jedes Kind war schon vorher von Dinosauriern fasziniert und diesem Franchise wurden diese nun zum Leben erweckt. Es gab auch einige Spiele dazu auf dem Game Boy und dieses hier ist komplett an mir vorbeigegangen. Habe ich hier etwas verpasst? Was taugt Jurassic Park 2 The Curse Continues heute noch? Das Spiel wurde von Ocean entwickelt und auch 1995 bei uns veröffentlicht. In den USA erschien es ein Jahr früher und Japan ging dieses Mal leer aus. Dieses Spiel besucht ihr nach einem Jahr nach den Geschehnissen des ersten Kinofilms abermals die Insel. Dort stellt ihr überraschend fest, dass es auch neue Spezien erschienen sind. Eure Aufgabe ist einfach, erledigt sie alle. Wie die Geschichte es schon erahnen lässt, erwartet euch hier ein actiongetriebenes Spiel, sprich ein Action-Plattformer, wobei die Plattformer-Elemente sich eher im Hintergrund halten. Ihr seid mit eurer Knarre ausgerüstet und schießt auf alles, was sich bewegt und irgendwie wie ein Dinosaurier aussieht. Dazu könnt ihr sogar in 8 Richtungen schießen und auch mit etwas Geschick Flugsaurier so bequem vom Himmel holen. Für dieses Genre untypisch könnt ihr allerdings keine Waffen-Upgrades einsammeln. Ihr habt zwar noch Granaten in eurem Arsenal, aber das war's dann auch. Einsammeln könnt ihr nur Lebensenergie und Schlüsselkarten. Letztere sind auch schon das Wichtigste, was ihr braucht. Ihr müsst nämlich immer in den Leveln immer eine gewisse Anzahl einsammeln, um den Levelausgang auch aufzuschließen. Das ist auch entsprechend in der Levelarchitektur verankert, da diese schnell nicht so geradlinig sind und erkundet werden müssen. Das klingt jetzt aber schlimmer, als es eigentlich ist. Übermäßig komplex wird es nun wirklich nicht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, nur eine Waffe? Wird das nicht schnell langweilig? Gute Nachricht, nein. Denn die Level sind sehr schön abwechslungsreich gestaltet. Hier gibt es auch mal kurze Abschnitte, in denen ihr schwimmen müsst oder in einem kleinen Boot auf einem Fluss navigieren müsst. Das Spiel ist voll von diesen kleinen Abschnitten und so wird euch nicht so schnell langweilig. Dazu kommt noch die hervorragende Steuerung, die euch nie in den Stich lässt. Insgesamt erwarten euch 15 Level, wobei die Spielzeit eher als cool zu bezeichnen ist. Daher ist es auch verschmerzbar, dass es kein Passwortsystem oder ähnliches gibt. Auf der technischen Seite sieht man das Spiel auf jeden Fall das relativ späte Erscheinen an. Die Grafik ist sehr schön gestaltet und läuft immer flüssig. Die Stars, also die Dinosaurier, sind sehr passend gezeichnet und ihr verliert nie den Überblick. Auch beim Sound sieht es genauso aus. Was taugt Jurassic Park 2 für den Game Boy also heute noch? Das Spiel ist ein echter Geheimtipp und ich finde es echt sehr schade, dass ich erst jetzt durch Zufall darüber gestolpert bin. Für mich ein absoluter Pflichttitel für das System und dass ich das noch finden kann. Das war der Test zu Jurassic Park 2 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.